Willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zur heutigen Marktbesprechung mit Blick in Gold. Das Cable ist auf der Uhr und euro-japanischer Yen. Und selbstverständlich gerne auch die ein oder andere Frage, beziehungsweise hier an dieser Stelle der ein oder andere Wunschmarkt in den entsprechenden Currencies, den Indizes oder auch den Rohstoffen, beziehungsweise wer mag, gerne auch mal zum Anleihesektor. All das können wir hier ja bei Tickmill traden. Von der Seite her richte ich da gerne meinen Fokus drauf. Zuvor allerdings wie immer, wie jeden Morgen, der Risikohinweis, das bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das dazu und damit zu den Tagesnachrichten heute auf der Uhr. Ein bisschen Großbritannien. Nachrichten haben wir schon bekommen zu den Einzelhandelsumsätzen. Augen zu und durch. Wir sehen es hier, Daten aus dem Februar, allesamt in Rot, also schlechter als erwartet. GfK Konsumklimaindex 2,7. Der kam von 8,3, erwartet worden sind 7,1, jetzt haben wir aktuell 2,7. Wir merken drastisch, da ist was nicht mehr so, wie es vorher mal gewesen ist. Von der Seite her sind das halt auch die Dinge, die Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Jetzt kommt das Ganze bei den Konsumenten an. Heißt also, jetzt trifft das Ganze auch die Binnenwirtschaft. Nun gut, da kann der ein oder andere sagen, so what? Die können ja kein Geld ausgeben momentan. Das ist halt faktisch so, wie es ist. Aber das wird noch weitergehen. Ich spreche morgen mal darüber in dem Spezial hinten dran an die Besprechung der Handelsideen zum Thema wenn man im Bärenmarkt unterwegs ist und der ein oder andere Trader sagt sich local, dann traden wir doch einfach mal die Bärenparty im DAX. Warum nicht? Das heißt, da gibt es wieder ab und da gibt es auf als Erholung. Diese Dinge besprechen wir morgen mal. Wir sehen jetzt hier mittlerweile, der Konsum kommt langsam in eine Region, wo sich die Leute auch so ein bisschen Gedanken machen. Das geht dann noch weiter. Das geht über das hinaus, was wir jetzt momentan alle auch erleben, dass wir nicht so raus können, wie wir wollen, dass wir nicht in die Geschäfte können und so weiter und so fort. Mehr dazu dann morgen. Mehr zu Nachrichten gibt es heute auch. Ab 10 Uhr oder um 10 Uhr gibt es den Monatsbericht der EZB. Gut, da muss man schauen, das wird nicht riesengroßen Impact haben, aber was großen Impact haben wird, ist mit Sicherheit die Zinsentscheidung der Bank of England. Die bekommen wir um 13 Uhr inklusive dem MPC-Sitzungsprotokoll. 13.30 Uhr kriegen wir dann aus den USA Nachrichten zum Bruttoinlandsprodukt. Wir kriegen um 13.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das ist bitteschön auch extrem wichtig, ja. Jetzt in dieser Phase. Wir haben es gesehen, der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr angespannt. Das erste Achtungssignal gab es bei den letzten Arbeitsmarktdaten. Das ist wichtig. Und jetzt schaut mal hier hin. Der letzte Stand waren 281.000 Anträge auf Arbeitslosenhilfe. So, und jetzt bitte festhalten und anschnallen. Der Markt rechnet aktuell mit 1 Million Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Das ist mal eine Hausnummer. Müssen wir schauen, was der Markt draus macht. Dann kriegen wir um 13.30 Uhr auch aus den USA heute noch die Einzelhandelsbestände ohne Fahrzeuge. Das zu den Tagesnachrichten. Und an dieser Stelle sehe ich auch, hier flattern die guten Morgengrüße rein. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Danke dafür. Und wir machen jetzt weiter mit den Charts. Und zwar schauen wir rein in Cable, Euro, japanischen Yen und Gold. Hier mit Blick zuerst mal in, ja, das Cable. Wir sehen es. Ich gucke zuerst mal noch in den Tageschart gemeinsam rein. Und da sehen wir ganz, ganz grob und stark hier an dieser Stelle. Das ist die momentane Dynamik, die wir hier nach unten hatten. Wir hatten das Währungspaar schon mal vor ein paar Tagen besprochen. Da gehen wir gleich drauf ein. Hier sieht man noch meine Skizzen von damals, dieses Dreieck, was wir hier haben, wo der Markt definitiv oben rausgelaufen ist. Von der Verortung ist das ja eher ein bärisches Signal gewesen. Also, da war eigentlich zu erwarten, dass wir die Unterseite nehmen. Das hat der Markt auch mal versucht. Hier, ich zoome es mal kurz zusammen. Schaut, wir sind hier unten rausgelaufen aus dem unteren Teil vom Dreieck. Aber es gab halt einfach keine Bestätigung des Ganzen. Deswegen, logisch, es ging zurück, es ging drüber hinaus. Wo hat der Markt zwischenzeitlich angehalten? Hier in diesem letzten Ausbruchlevel nach unten. Der Widerstand um die 1,5.
95,8. Ich mache mal gerade noch eben das Bild hier groß im Stream auf Facebook. Heißt also, wir sind hier definitiv weit runtergelaufen. Hier haben wir ein korrektives Dreieck gehabt. Wie schon gesagt, in der Verortung eher ein bärisches Zeichen. Der Bruch nach unten wurde getestet, lief aber nicht an. Das ist der Grund, warum ich mir solche Setups gerne auch bestätigen lasse. Dann ging es drüber, schnurstracks, wie schon gesagt, rein in diesen Widerstand. Der kam, ich gehe mal kurz in den 4-Stunden-Chart und zoome das mal etwas weiter zusammen. Hier, das war der alte Ausbruchsbereich hier unten, hier um die 1,1958. Hier, da war der Ausbruch. Vorher war es hier ein Supportbereich, wo der Markt nochmal deutlich nach oben gedreht ist. Dann ging es dann drunter. Deswegen aktuell ein Widerstand aus dieser Sicht. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was hier passieren kann. Große Unsicherheit ist auf alle Fälle da, weil wenn wir uns mal anschauen, hier, wenn wir das nochmal ein Stückchen näher ranzoomen, was wir hier haben, schaut mal, hier schlängelt sich ein Aufwärtstrend nach oben. Das ist der aktuelle Aufwärtstrend, hier der kleine. Das ist wirklich das Kleinste, was wir hier sehen an dieser Stelle. Der wurde gestern dynamisch rausgenommen. Aber wo hat der Markt gedreht? Genau hier in diesem Support-Level, ne? Hier ging eine Trendfortsetzung, hat also hier ein Kaufbereich, hier der Antestung, neuer Kaufbereich, hier hat es gehalten, drüber, runter, da war der Markt runtergespiked unter dieses Tieflevel, also technisch auf alle Fälle rausgenommen. Jetzt wird es sehr, sehr spannend, wie der Markt sich weiter verhält. Short Setup sieht folgendermaßen aus, ich zeichne es ein, runter. Dann hier, was wir sehen, Korrektur. Der Markt macht kein neues Hoch, sondern dreht an oder vor dem Widerstand nach unten ab. Und dann ab, runter, zacki, zacki. Dann haben wir das bestätigte Short-Setup. Dann haben wir einen Gegentrend nach unten laufen. Der läuft dann wieder in Richtung der abwärtsgerichteten Tagesrichtung. Und damit haben wir das Umkehrsignal. Kommt es allerdings nicht dazu. Heißt also, der Markt fängt jetzt direkt wieder an, nach oben zu trenden. Das sieht dann so aus, ich skizziere auch das nochmal, dass wir sozusagen jetzt nach dem ersten Schub nach unten direkt wieder Käufer finden und wir dann einfach hier drüber laufen, als wäre nichts gewesen. Dann haben wir jetzt hier wieder den ersten kleinsten Gegentrend und wenn der es schafft, hier oben drüber zu fliegen, dann müssen wir uns oder können wir uns, je nachdem, was man bevorzugt, weiter nach oben orientieren. Da wäre es natürlich erstmal wirklich wichtig, dass wir hier tatsächlich oben über diesen Widerstandsbereich drüber gehen. Machen wir das, haben wir ein paar Anlaufpunkte auf der Oberseite, da kann man sich gerne an den aktuellen Korrekturhochs der vorhergehenden Abwärtsdynamik orientieren und da hätten wir dann als nächstes hier oben die 1,213 gefolgt von der 1,242. Mal ein paar Anlaufmarker zur Oberseite hin. Ob es kommt, I don't know, ich habe keine Glaskugel. Was wir auf alle Fälle mit im Auge behalten müssen und das ist extrem wichtig, wir haben heute die Notenbanksitzung in Großbritannien, ja? Und das ist ein Grund, wo ich sage, Guys, passt da ganz genau auf, was passiert. Das kann ein gigantisches Geschenk sein. Zumindest, wenn wir in irgendeiner Art und Weise eine Übertreibung sehen. Ja, also es würde mich nicht wundern, wenn wir heute Nachmittag hier den Flug nach oben sehen, wir in die tiefere Korrektur reinlaufen. Heißt also, ich gehe nochmal hier kurz auf den 4-Stunden-Chart, da sehen wir es ein bisschen besser. Schaut mal, das war dieser massive Move nach unten. Ja, und wenn wir hier in eine tiefere Korrektur reingehen, da können wir locker mal hier 1,24,2, 1,26,3 sehen, ohne Probleme, wenn wir plötzlich aus irgendwelcher Richtung eine Übertreibung nach oben sehen. Und wenn wir dann im Kleinstbereich Widerstände bilden, wir beispielsweise hier ranlaufen oder möglicherweise auch an diesen großen Ausbruchsbereich hier oben, kann ja alles sein, und wir dann die Gegenbewegung sehen und wir dann aus viel, viel höherer Sicht ein Umkehrsignal bekommen, das ist dann ein Riesengeschenk, wenn der Markt dann wieder rumdreht, aus einer tiefen Korrektur raus nach unten. Müssen wir beobachten, auf alle Fälle auf der Uhr haben. Aus diesem Grund, der Nachrichtencheck ist hier extrem wichtig. Ansonsten, wie schon gesagt, die Unterseite, wenn wir runterdrehen, erster Anlaufpunkt natürlich trendtief hier unten um die Marke von 1,14 und dann geht es drunter weiter. Da muss ich jetzt allerdings mal ein bisschen zaubern hier. Warum muss ich zaubern? Wir haben unten drunter nichts, nachdem wir uns richten können. Heißt also an dieser Stelle, da drüben auf der Chart-Historie ist erstmal lange Zeit nichts hier im Chart zu sehen. Von der Seite her habe ich mich hier beholfen, dass ich den Measured Move einfach unten dran gespiegelt habe und wenn man das macht, grobe über den Daumenlinien, da ist natürlich auch ein bisschen Potenzial zur Unterseite da. Hier, wenn die Mathematik stimmt, dann haben wir hier Kurse von 1,09, die durchaus auf der Agenda liegen können im britischen Pfund US-Dollar. Wir machen weiter mit Währungen und zwar Euro, japanisches Yen. Hier der Blick in den 4-Stunden-Chart. Da bleiben wir
oder beziehungsweise da kehren wir gleich zurück. Ich möchte an dieser Stelle zuvor allerdings noch einmal auf den Tageschart hier gehen, weil wir sind im Tageschart von oben nach unten gerichtet. Heißt also, wir sind hier definitiv in einem abwärtsgerichteten Markt. Wir sehen es hier, wir haben überall fallende Hochs, wir haben fallende Tiefs. Jetzt wird der ein oder andere sagen, Seidel, was quatschst du denn da für ein Käse? Wo haben wir denn hier fallende Hochs? Hier ist doch mal ein Hoch oben drüber gegangen. Ja, das ist absolut korrekt. Das Hoch ist drüber gegangen, aber schaut mal, hier haben wir einen Drehbereich um die 1,21200 gehabt. Was hat der Markt gemacht? Der hat nur mal drüber geschnüffelt und dann ist der Markt nach unten gerutscht. Und wir sind bei dem Reigen geblieben. Wir haben weiterhin fallende Tiefs. Ne? Ein Trendwechsel hätte sich ergeben, wenn wir hier nicht runtergelaufen werden unter diesem Tiefbereich, sondern wieder hochgelaufen werden. Dann hätte das Bild komplett anders ausgeschaut. So ist das einfach nur ein Marktverhalten, wo ich immer sage, nagelt euch bitte nicht genau auf die letzte Kommastelle fest, sondern das sind Bereiche. Und diese Bereiche haben halt eine Wirkung. Und wenn wir jetzt sehen, der Markt ist wieder oben reingelaufen, dann haben wir halt Chancen, wenn wir tatsächlich rumdrehen, die Unterseite anzulaufen. Und das muss man definitiv auch auf der Uhr haben, wenn wir das gleich besprechen, was wir besprechen werden. Heißt also, wenn wir uns dieses Gesamtbild mal anschauen, von der Tagesbasis, sind wir momentan hier oben in einem Widerstandsbereich. Prallen wir von oben ab, haben wir gute Karten, dass wir die nächste Bewegung Richtung des Tiefs hier unten in Angriff nehmen können. Das wäre faktisch das Abprall-Setup. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn wir uns die Lage hier im 4-Stunden-Chart, das kann man auch im Stundenchart machen, das ist alles kein Problem, also wer den Stundenchart mal anschaut, der sieht logischerweise genauso aus, von der Seite her sehen wir hier einen schönen nach oben laufenden Aufwärtstrend. So, und dieser Aufwärtstrend, der läuft natürlich so lange, bis das letzte Korrekturtief unterschritten wird. Das haben wir hier etwas über der Marke von 120 japanischen Yen. Solange wie wir da nicht runterfallen, ist das, was wir hier nach oben sehen, weiterhin intakt. Erst dann, wenn es wegbricht, haben wir ein Umkehrsignal und dann können wir durchaus die Unterseite anpacken und uns orientieren an den Zwischenlows, die wir hier haben. Und die sind gut erkennbar, 119, 5, 118, knappe 8 und hier unten die 117, 7. Das sind feine Anlaufmarker als Zwischenstationen auf dem Weg in diesen Drehbereich hier unten um die 117, 36. Das Tiefbereich kommt später noch, aber der erste Anlaufpunkt ist mal dieser Bereich hier, weil der hat eine sehr, sehr hohe Marktbeachtung gehabt. Wir sehen es 1, 2, 3, 4 Mal ist er angetestet worden, 4 Mal ist der Markt direkt wieder nach oben gelaufen und das hat in aller Regel auch etwas zu bedeuten an dieser Stelle. Deswegen müssen wir schauen, was hier oben passiert. Solange wie wir nicht hier unten und das aktuelle Trendtief hier diesen Trend der Stunde laufen, geht die Gegenbewegung weiter. Der Widerstand hier oben um die 121,2 spielt weiterhin eine Rolle. Das ist der Marker hier oben. Erst wenn wir da drüber fliegen, und jetzt muss ich nochmal in den 4-Stunden-Chart schalten, damit wir ein bisschen mehr Historie kriegen. Erst wenn wir hier oben drüber fliegen, haben wir den nächsten Anlaufpunkt auf dem Visier auf der Oberseite. Das wäre dann die 121 knapp 4. Das als erster Anlaufpunkt, fliegt der weg, gut, dann ist nach oben viel, viel Luft. Das müssen wir beobachten und wenn wir das beobachten, dann können wir wiederum die aktuelle Phase mal näher beleuchten an dieser Stelle. Ich habe jetzt nochmal in den Stundenchart umgeschaltet und wir sehen es hier im ganz kleinen Bereich bildet sich ein Abwärtstrend. Ich mache mal kurz den Lower Timeframe rein, dass wir es sehen können. Also hier ist das Ganze schon in Abwärtsrichtung unterwegs, aber wie schon gesagt, verortet noch in diesem Aufwärtsschub hier. Heißt also, solange wie wir nicht hier drunter fallen, haben wir die Chance nach oben zu laufen und diejenigen, die in diesem kleinen kurzfristigen Zeitrahmen unterwegs sein wollen und sagen, okay, solange wie wir hier vor diesem Tief rumdrehen, habe ich ja eine Chance auch nochmal nach oben zu laufen, der schaut sich bitte die Kleinstzeiteinheiten an, das heißt wir gehen hier mal in die 5 Minuten rein. Ich mache den Timeframe wieder raus und dann sehen wir schon hier an dieser Stelle, was hier gegeben ist. Das hier ist der momentane Abwärtstrend, den wir hier sehen. Ich raff das mal etwas zusammen. Also hier, das ist die gesamte Korrektur, was wir hier am Laufen haben. Und wenn dieses Bild wieder rumdreht und wir hier einen Aufwärtstrend bekommen, der nach oben läuft, dann haben wir schon eine gewisse Chance, wieder die Oberseite anzulaufen. Das ist hier der kleinste Bereich. Das heißt, in dem Währungspaar Euro-Japanischer Yen ist eine große Spielwiese für diverse Zeiteinheiten da. Je nachdem, wie weit oder wie eng die Marktnähe ist, kann man das durchaus auch in Betracht ziehen. Und damit schalten wir rüber in die Rohstoffe. Heißt also, wir blicken jetzt auf Gold. Gold ist ja momentan nicht unbedingt der sichere Hafen und Gold ist halt
Bitte entschuldigt sowas, aber manchmal ein bisschen sehr, sehr tricky hier zum Traden. Also wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wie der Chart hier ausschaut, das ist schon heftig. Hier haben wir gerade auch wieder einen ordentlichen Flash-Crash gehabt, wenn man es mal so zeigt oder sagen möchte. Vorhin im Blog sah das Bild halt noch ein, naja, das sah eigentlich genauso aus, nur dass dieser Spike hier runter gefehlt hat. Also was wir hier sehen momentan ist einfach Folgendes. Wir haben hier innerhalb der aktuellen Verortung einen Aufwärtsschub, ganz klar. Ja, der Goldpreis hier in der Stunde stark nach oben gelaufen, im Tagesbasis aus dem Tief hier unten raus. Wir sind rangekommen hier bei 1454 in diesem Supportbereich und haben direkt wieder hochgedreht. Und wo sind wir reingelaufen? Genau hier oben in den alten Verkaufsbereich um die Marke von 1640 Dollar. Da ging der Markt wieder runter. Und jetzt ist es interessant zu schauen, was wir hier sozusagen tun. Und das ist halt sehr, sehr interessant an diesem Punkt zu betrachten. Wenn wir nämlich mal diesen letzten Aufwärtsschub ankommen, der hier unten am Low begonnen hat, ja, dann ist das der Trend, der aktuell zählt, der Bewegungstrend. Und dieser Trend hat uns hier oben halt gezeigt, okay, wir haben hier ein leichtes Support-Level um die Marke von 1590 bis 1600 US-Dollar für die Fine Unze Gold. Und wir sehen es hier unten, ein schön abfallendes Dreieck. Und hier kam der Bruch nach unten auch schon raus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht der Markt oder was macht der Markt hier an dieser Stelle? Läuft er wieder hoch oder nicht? Hier haben wir erstmal ganz kurz diesen Spike nach unten gehabt. Das ist jetzt aktuell nicht weiter dramatisch. Es heißt halt jetzt an dieser Stelle, was passiert? Solange wie wir nicht hier oben über diese Marke, über dieses Zwischenhoch oder den Widerstand oben um die 1640 US-Dollar laufen, haben wir weiterhin die Chance für die Upside-Richtung, also für die Downside-Richtung so rum. Heißt also, prallen wir oben tatsächlich ab und laufen wir hier drunter, wäre das kein Problem. Also wir werden jetzt wahrscheinlich in Kürze hier einen Bruch oben drüber über diese Oberkante sehen und da wird der Markt sich erstmal hier im Kleinen an diesen Levels hier um die 1616 beziehungsweise hier das kleine Zwischenhoch bei 1600 und, ja, was haben wir hier oben liegen, 1627 US-Dollar orientieren, möglicherweise auch einen Schluck nach oben, aber wenn der Schluck aus der Pulle nicht ganz so groß ausfällt, sondern wirklich nur ein kleiner Schluck zum Durstlöschen ist und wir dann wieder rumdrehen nach unten hin, dann wird es interessant, weil wir haben ja schon oft genug gesehen, dass diese Spikes nach unten ein Indiz sind und der Markt dann nach einer kurzen Gegenbewegung wieder diese Richtung antritt. Und da müssen wir einfach schauen, was wird hier interessant, und wir sehen es, wenn wir nach unten blicken, die interessanten Anlauflevel auf der unteren Seite hier, der Ausbruchsbereich in etwas größerer Basis hier im Stundenchart, die Marke von 1555 US-Dollar für die Feinunze ist eine relevante Marke. Ne? Wir sind hier reingelaufen in die größere Trendbildung, hier kurz gedreht, das ist also interessant. Der nächste Punkt hier in diesem kleineren, der sich von unten nach oben entwickelt hat, da hatten wir hier einen etwas größeren dynamischeren Kaufbereich um die 1516. Das sind mal die Marker zur Unterseite, die durchaus interessant sein könnten hier im Gold. Man muss einfach schauen, wie es weitergeht. Wie schon gesagt, auch Gold ist momentan nicht der sichere Hafen, der er früher mal gewesen ist. Von der Seite her gibt es halt immer Donner von oben nach unten und das ist das, was wir hier immer wieder sehen. Fliegen wir allerdings oben drüber, das heißt, wird der Widerstand erst einmal negiert nach dem Ausholer nach unten, dann haben wir einfach technisch nach oben ein bisschen Luft noch und da können wir sehen, hier hatten wir ja das Hoch bei 1703 auf Jahresbasis und dann haben wir hier die Anlaufpunkte in dem Bereich um die 1672 und hier drüben die 1686 US-Dollar hier zur Chart-Oberseite hin, wenn wir tatsächlich oben drüber fliegen sollten im Gold. Das dazu. Und jetzt muss ich mir hier an dieser Stelle mal schauen, was wir noch sehen. Es wird gefragt nach dem DAX. Das wäre super. Na klar, das mache ich gerne. Fragt bitte nach oder fragen Sie bitte nach. Es ist für mich hier Zeit. Wir können immer mal auch woanders reinschauen. Wir gucken jetzt direkt mal auf den DAX. Diese Frage beantworte ich selbstredend sehr, sehr gern. Übrigens, die DAX-Analyse im großen Bereich gibt es morgen früh auch wieder. Das heißt, ich werde den fachlichen Teil, was ich vorhin auch angekündigt habe, wo wir einfach mal drüber sprechen, im Bärenmarkt die Wellen zu reiten. Ja, das ist wichtig, dass wir die Dinge jetzt beachten und da werde ich mal
ganz, ganz tief auch wieder in den DAX einsteigen, was wir zu erwarten haben in einem Bärenmarkt, und dass das Thema einer V-förmigen Korrektur aus meinen Augen komplett vom Tisch ist. Ja. Gut, wenn man natürlich in den Monatschart schaut, kann man da durchaus eine V-Korrektur auch erkennen, aber man muss sich einfach das Bild nur zurechtzerren und dann kann man alles finden, was man will. Von der Seite her, wir beleuchten das morgen sehr, sehr intensiv, aber jetzt schauen wir noch auf den DAX, bevor die Handelssession reingeht. Und im DAX, ja, im DAX sehen wir momentan ein bisschen Flatterei, wie immer. Wir sehen es, wenn wir uns das Bild mal anschauen. Ich gehe mal kurz auf den Tageschart drauf. Wir sehen natürlich die starke Gegenbewegung, die jetzt in den letzten Tagen hier begonnen hat. Wir sehen es hier unten, so einen leichten, runden Boden, und dann ist der Markt wirklich schön dynamisch in einen Aufwärtstrend reingegangen, hat hier das untergeordnete Trendhoch rausgenommen, also das Korrekturtrendhoch, und wir sind jetzt hier tatsächlich verortet in einem korrektiven Aufwärtstrend. Und da wird es jetzt interessant, kurzfristig, ich mache jetzt hier einfach nur eine Kurzfristanalyse, zwei Marker sind hier interessant, und zwar das Tagestief und das Tageshoch von gestern, also die Linien, die wir hier haben, ich ziehe da einfach mal kurz hier oben drauf, also jetzt mal ganz grob, nicht auf den Punkt festlegen, ich will damit einfach nur mal die Richtung sagen, oben und unten, also die Marken von ungefähr 10.343 und 10.143 oben und unten 9.441, wieder eine nette Schwankungsbreite, und das gucken wir uns jetzt mal kurz in der Stunde an. Und da sehen wir nämlich an dieser Stelle schon, was hier entsprechend los ist. Also hier haben wir mal die Ausmaße sozusagen von Tageshoch und Tagestief zu gestern. Im kleinsten Bereich haben wir hier jetzt sozusagen auch schon die Trends wieder laufen. Das heißt, hier war eine kurze Gegenbewegung, sieht man im 5-Minuten-Trend sehr, sehr schön. Hier läuft der Markt schon wieder nach unten hin. Also wir sind im Hin- und Herschwankungsbereich befindlich. Und wichtig wird jetzt Folgendes. Das Tief hier unten nimmt eine ganz, ganz große Rolle ein. Bricht der Markt das nämlich durch, ja, dann haben wir hier schon wieder einen Gegentrend auf Stundenbasis, der uns dann durchaus wieder hier in Richtung 9.124 Zähler bringen kann. Also hier dieser Ausbruchsbereich, wartet mal, ich nehme euch das mal ganz kurz noch ein Stückchen anders. Also der feste Ausbruchsbereich war ja hier, als wir über diesen Marker hier drüben gelaufen sind. Diese Punkte haben wir unten, da können wir uns dann dran orientieren, wenn wir unten drunter fliegen, beziehungsweise dann können wir uns auch, wer sich das Ganze in den kleineren Zeiteinheiten auch mit anschauen, ich habe jetzt hier mal in die 15 Minuten auch reingeschaltet, hier kann man mal schauen, ob man irgendwo wichtige Anlauflevel findet, aber man sieht es halt vom Prinzip her, wir haben hier in diesem Bereich, also hier, das war ein Staubereich bzw. ein Auffangbereich. Im 15-Minuten-Chart ist der schön ersichtlich. Also hier die Marke von ungefähr, jetzt müssen wir mal schauen, knapp 9.536 bis 9.530, also hier in diesem Schwungbereich. Wenn wir hier nach diesem ersten Versuch wieder drunter gehen, wäre das die Bestätigung des Abverkaufs, ne? Und dann haben wir hier einen Trend, der nach unten läuft, und der nimmt die Unterseite dann auf. Drehen wir hoch vor dieser Marke hier unten, vor diesem Tief, dann kaufen wir das gestrige Tagestief wieder auf und dann können wir auf der Oberseite orientiert reingehen. Das heißt, dann wird es interessant, Richtung dem Tageshoch von gestern zu laufen. Wie schon gesagt, momentan sind wir hier irgendwo im Nirgendwo. Von der Seite her wird sich zeigen, wo die Richtung hingeht. Die Schwankungsbreite ist momentan wieder da und der Markt ab 9 Uhr wieder mit dem Geld der Händler zu befeuern. Das bleibt also sehr, sehr interessant. Wie schon gesagt, die Message zu mit nach Hause nehmen, aus meiner Sicht, die Tageshoch- und Tagestieflinien von gestern, die sind sehr interessant. Bruch nach unten, Abverkauf, dann kriegen wir im etwas größeren Bild auch schon wieder ein Umkehrsignal. Geht es oben drüber oder beziehungsweise prallen wir von unten ab, dann können die kurzfristigen Händler durchaus die Marke auch nach oben spielen. Die Anlaufpunkte, die wir jetzt hier haben, wären mal hier im kleinen Bereich, wenn wir mal sehen, was hier nach unten geschwungen ist. Die Anlaufmarke hier um die 9.731 hier, die knapp 9.906 bis 7 Punkte Marke, beziehungsweise hier das Zwischenbruch bei 9.900 und, wo haben wir es gehabt, hier drüben, 9.966 Zähler hier im Chart. Das zum DAX, weitere Fragen haben wir hier keine, und damit, ja, würde ich sagen, danke für die Zeit heute Morgen, danke auch für alle, die uns hier weiterempfehlen und unsere Community wachsen lassen, und ich sage tschüss, bis morgen um 8.30 Uhr für die Live-Besprechung neue Handelsideen. Blog-Eintrag gibt es vorher und danach, wie schon gesagt, die große Analyse des aktuellen Bärenmarktes. Bis dahin, allen gute Trades, bleibt gesund und ciao, ciao, bye, bye, bis morgen.